Ich glaube, Petra weiß, wo ich Master finde. Eloy ist zum Dienstboden degradiert worden. Und was ich noch krasser finde, ist. Wo hat die Kiste hin? Wo ist sie hin? Das will ich auch mal probieren. Man kann hier da auch unter das Röckchen gucken, aber ich sehe da nirgendwo eine Kiste. Peter. Der Rufus-Taschen, definitiv. Was anderes kann das nicht sein. Das ist, boah. Ich bleibe hier nicht länger, als ich muss. Ignorierst du mich wieder? Sie kann alles schrumpfen. Ja, und dann in die Rufus-Tasche passt noch mal rein. Leute haben ihre Ausrüstung hier irgendwo verloren. Das muss der Wagen sein, der im Vertrag erwähnt wurde. Die Ausrüstung, die er befördert hat, ist allerdings nicht fertig. Ich will ihn ja untersuchen. Ich krieg die Option in. Ach, jetzt. Hier war jemand aber alles andere als zimperlich. Mit dem Fokus finde ich vielleicht heraus, was passiert ist. Noch mehr Kratzspuren. Die sind größer. Von einem Sonnenflügel? Könnte es nicht mal was Kleines sein? So ein Gräber? Kratzspuren. Vielleicht von Grauhabichten. Jedenfalls hat es die Ausrüstung aus dem Wagen genommen. Vielleicht kann ich es mit anderer Beute wieder hierher locken. Erledige den Gräber. Dann zu seinem Nest folgen. Hey, Dicker, da oben, lass mich in Ruhe. Das hol ich Horatio. Wo soll dieser verkackte Gräber sein? Oh, hier. Hm. Ich hab ihn gerade gehört. Mission impossible. Ach scheiße. Da hat mich nicht gefickt. Böser Gräber. Dann verstecke ich mich mal. Gerne woanders hingezogen, aber egal. 2000 Jahre später. Es war also ein Sonnenflügel. Ich muss ihm folgen, um an Rundas Ausrüstung zu gelangen. Leise. Ich sollte meine Plasma-Munition sparen und was anderes benutzen. Ich hab noch nicht mal Plasma-Munition oder so. Du läufst in die verkehrte Richtung. Kapitän, diese blöde Sau. Vergessen jetzt, wo ich im Lager war, nochmal aufzufüllen alles. Vogel kaputt. Der hat ja Schutzschilde. Und Rexvogel. Kopf nicht. Weil der kriegt mich aus der Entfernung nicht mit. Der Vogel ist echt nicht ganz Taco, ne?
Ja, wieder hoch, ne? Ja. Kann es nicht loslassen. Alle Elementarzustände benutzt. Aha. Oh Mann. Ich bin gerade fürchterlich wehgetan, glaube ich. Das war voll fett der Kopf. Der Vogel ist echt blöd. Ich muss ihn schnellstens loswerden. Jetzt hat er mich mitgekriegt. Das hat nicht gereicht. Ja. Was soll man da dann noch sagen, ne? Der Vogel war echt nicht ganz zacko. Der hat zu häufig die Sonne angebetet. Eieiei. Eieiei. Ich grüße dich, Fiana. Grüße an deinen Mann. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Da oben war, die auch darunter. Dankeschön für die Grüße. Gerade erfolgreich Poseidon geholt. Sehr schön, sehr schön. Wie das rauscht. Muss irgendwie immer noch die letzte KI holen. Aber irgendwie... Mache ich gerade so die lieber die Nebenquests. A, um stärker zu werden. B, um kurz und knackig. Soll ich mich hier ausruhen? Aber wieso? Lager, das Talana und ich gesucht haben, müsste hier irgendwo sein. Weil der Vogel nicht weiter geflogen ist. Ich muss diese Maschine ausschalten. Als Köder verwenden. Deswegen war eventuell der Vogel nicht ganz taco. Scheinen das Sonnenlicht einfangen zu können. Ich bin unentdeckt geblieben. Der Vogel hat mich ja voll nicht registriert. Jetzt fliegt er weiter. Oh. Er bringt das bestimmt seinen Kindern.
Das muss das Nest des Sonnenflügels sein. Hoffentlich ist Rundas Ausrüstung hier. So, deswegen muss ich hier hin. Oh, Arsch. Shit, Dreck. Die verpasse ich im Rohrado. Das ist nicht wahr. Ach, Eloy, warum musst du manches Mal einfach zu weit rutschen? Flieg mit deiner Beute weg. Interessiert mich nicht. Blättert doch noch irgendwo einer rum. Ja. Kommt der Arsch wieder? Ja, ihr habt einen scheiß Schädel erwischt. Kopfschmerz, wa? Okay, ist nicht ganz so gut. Ihr seht, sein Bauch hat sich die ganze Zeit dabei bewegt. Was mit dir? Ich liebe diese Dinge. Die anderen bleiben cool easy, ja? So. Ganz gechillt bleiben, bitte. Osaram-Ausrüstung ohne Zweifel. Ich sollte hier weg, bevor der Sonnenflügel zurückkommt. Und das zu Rundas Leuten bringen. So ist das schön. Wieso muss ich mit dem denn jetzt hier nochmal labern? Okay. Machen wir das jetzt. Das ist doch die richtige Richtung, ne? Ja. Mal diesen blöden Vogel zweimal abgeschlachtet. Das Osaram-Lager, das Talana und ich besucht haben, müsste hier irgendwo sein. Ich mit Talana gesprochen, ich habe mit dem anderen gesprochen. Wie läuft's, Hammerkopf? Wieder unterwegs. Das mag quatschen. Gut, dass du es geschafft hast. Dank des Geheimgangs durch deine Basis. War ein toller Anblick. Ein Geheimgang? Lass das nicht die anderen hören. Sonst rennen euch eine Menge Osaram die Türen ein. Und du bist? Das ist Ragut. Er ist Späher der Karawane. Er sagt, Amadis war hier. Er stieß zur Expedition unmittelbar, bevor wir durch den Tunnel gingen. Nach dem Aufschlagen des Lagers brach ich zu Erkundungen auf. Ich bot den Tenakt Friedensgeschenke an, weil wir in ihr Gebiet eingedrungen waren. Amadis wollte, dass ich nach einem Ort namens Feuernis frage. Was hast du rausgefunden? Nur, dass die Tenakt ihre Gefangenen dorthin bringen. Weit im Westen, in der Nähe von Dornmarsch, der Hauptstadt des Tiefland-Clans. Kurz darauf brach er auf, um es zu suchen. Ach, ganz allein?
Ich habe ihn gewarnt, aber er war fest entschlossen. Mann, ich habe das Gefühl, er schläft ein beim Quatschen. Hat Amadis gesagt, wieso er unterwegs zur Fäulnis ist? Leider nicht. Er war ein Mann weniger Worte. Klingt ganz nach ihm. Meinst du, es ging ihm gut? Mehr oder weniger. Er schien bewegt, als wir erfuhren, dass der Tunnel hinter uns eingestürzt war. Aber das waren eigentlich alle hier. Du bist also der Späher hier. Muss ich etwas über das Gebiet wissen? Wo soll ich anfangen? Unten im Süden versucht ein Osseran-Trio in den Ruinen im Sand zu stöbern. Morland und seine Gruppe. Ja, das ist der Kerl. Die sind selbst ein ziemliches Spektakel, glaub mir. Und dann sind da noch all die anderen, die abgehauen sind, als wir auf dieser Tunnelseite rauskamen. Plünderer, Entdecker, alle Arten mutiger Abenteurer. Wie viele wart ihr denn ursprünglich? Genug, um den Überblick zu verlieren. Vor einer Weile habe ich auch ein paar Rebellen entdeckt. Wie es scheint, patrouillieren sie in der Wüste. Ich habe alles über die Rebellion der Tenakt oben in Brennspeer gehört. Das ist die Hauptstadt des Wüstenclans, im Norden. Klingt, als hättest du die Gegend gut kennengelernt. Ist mein Auftrag. Danke, Ragut. Sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr findet ihn. Okay, ich gehe nach Dornmarsch. Triff mich dort. Moment. Was? Um diesen Kerl zu finden, bist du bereit, das Tenak-Gebiet zu durchqueren? Ohne zu zögern? Na klar, er ist allein im verbotenen Westen. Ich bin besorgt um ihn. Ich glaube, es ist mehr als das. Wir treffen uns bei der Tiefland-Hauptstadt. Aber dann sagst du mir, wer Amadis wirklich ist. Gut, ich tauche unter, nördlich des Dorfs. Wir sehen uns dort. Die Frau benutzt wenig Worte. Immer mit der. Was ich jetzt gerade nicht so verstehe, ist, wir haben hier auch Feuerdornrückenareal. Und da auch. Wieso kann ich hier die benötigten Teile sammeln und hier nicht? Ruhe heute. Nicht mitverstehen? Panzerschnapper. Die irgendwie exklusiv? Wenn ich Ursprünge der Ornamente und da ist sogar auch noch ein Elftwalk. Makelloser Brüllrücken begibt dich zur Brüllrückenposition. Aha. Dass ich nicht alles sammeln muss. Sieht ja langsam hier in Arbeit aus. Ja, du! Der Weg ist weit, aber wie ich hörte, soll es sich lohnen. So, irgendwo. Ah ja, da sind sie. Endlich mal benutzen. Und der war voll ins Auge. Was ist denn das Ding gerade kaputt gegangen? Hä? Haben die einen Timer? Kein Nerv dabei.
Weinchen lieb. Jetzt nicht mehr. Nein, 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 nein. Wieso kann ich das eigentlich mit Horatio nicht? Das ist das etwas, was mich tierisch ärgert. Alter! Mann, da sind aber Teile flogen, fliegen gegangen. Zirkulator. Nicht mit dem Zirkulator. Auch Nerven. Hier sind die Nerven ausgegangen. Ach Mann. Jetzt wird mir das hier nicht mehr angezeigt. Habe ich jetzt doch einen Nerv? Wo ich das nicht mitgekriegt habe? Dann die nochmal. Kukornüberbrückung. Wie wird mir das jetzt hier nicht mehr angezeigt? Oder war das jetzt für eine andere Mission? Die Viecher. Gegen die Viecher will ich eigentlich nicht so gerne kämpfen. Die spucken immer so komisch. Als ob sie ein Maultier wären. Das war die Mission hierfür, glaube ich. Aha. Dann gehen wir das hier mal ab. Weil ich so lieb bin. So viel Zeit habe. Dass ich mir jetzt erstmal wieder meine Sachen herstellen muss. Beste Eloy, du bist alt geworden. Du kannst gar nicht mehr so viele Sachen mit dir schleppen. Voll nervig. Hat doch was mit Malda zu tun, oder? Der Zwergen sieht das anders aus. Erstmal hier aufrüsten. Nur, okay. Liegt nur am Alter. Okay. Dann brauchen die alle Sprengpaste? Furchtbar. Also die Dinge, die ich mag. Damit wieder voll soweit. Mal nachrüsten. Dann haben wir das. Ja, ihr Leute. Ist der Grünland? Blauer. Jo, jo, jo. Wollen wir mal hier rüber?